Thema Exponentialfunktionen. Ausgangsfunktion, Grundfunktion ist die f von x gleich e hoch x. E steht dabei für die Eulersche Zahl, 2,72 ungefähr. Das Schaubild sieht so aus. Also man sieht, für positive x-Werte bekommt man ziemlich schnell ziemlich große y-Werte. Also die Funktion ist hier sehr steil. Und nach links gesehen nähert sich die, also die Funktionswerte bleiben positiv, werden aber immer kleiner. Also das Schaubild nähert sich von oben der x-Achse an. Die x-Achse nennt man dann Asymptote, eine Näherungsgerade für das Schaubild. Zwei Punkte sollte man auf dem Schaubild kennen. Einmal 0-1, also e hoch 0 ergibt ja 1, deswegen ist der Punkt drauf. Und 1-e, also hier kann man ganz gut rauslesen, e liegt ungefähr bei 2,7. Okay, die Spiegelungen, hier ist wieder die Ausgangsfunktion, die e hoch x. Das Schaubild an der, wenn ich das Schaubild an der x-Achse spiegeln möchte, erreiche ich das schnell dadurch, dass ich vor den Funktionsterm, also vor das e hier, ein Minus setze. Dann klappt alle y-Werte werde eben dann negativ und das Schaubild sieht so aus. Eine Spiegelung an der, y-Achse, erreiche ich dadurch, dass ich vor das x im Exponenten Minus setze. Ja, dann verläuft das Schaubild fallend. Also für so Zerfallsprozesse wird typischerweise das hier als Funktion genommen. Oder natürlich die Kombination Spiegelung an x- und y-Achse. Hier in dem Rotton braucht man hier Minus und hier Minus. Um den Funktionsterm an die Situation weiter anzupassen, gibt es natürlich noch weitere Koeffizienten, a, b, c und d. Hier jetzt eher grob. A und b sind so grob dafür zuständig, wie steil das Schaubild verläuft. Und in den Koeffizienten A und B sind diese Spiegelungen drin, die wir gerade besprochen haben. Die sind hier nochmal aufgeführt. Die Koeffizient C regelt die Verschiebung in X-Richtung, also nach rechts oder links. Und mit dem Koeffizient D kann man die, das Schaubild nach oben und unten verschieben. Okay. Ganz wichtig beim Thema Exponentialfunktionen sind Asymptoten. Asymptoten sind Näherungsgeraden. In dem Wort steckt eigentlich schon alles drin. Also eine Gerade, der sich das Schaubild der gegebenen Exponentialfunktion annähert. Also zunächst mal e hoch x, hier eingezeichnet, nähert sich der x-Achse an, y gleich 0. Ja, also hier haben wir die Annäherung. Und zwar, wenn man im Koordinatensystem nach links geht, also für x strebt gegen Minus unendlich. Das Schaubild g von x, also g von x hat diese Gleichung, also einfach diese f von x nur um 2,2 nach oben geschoben, hier sieht man sie, nähert sich der Asymptote y gleich 2,2 an, also dieser waagrechten hier, auch für x strebt gegen Minus unendlich. H von x, grünes Schaubild, hat hier jetzt ein Minus und dementsprechend an der y-Achse gespiegelt, verläuft so, nähert sich ebenfalls der y gleich 2,2 an, aber für x strebt gegen Plus unendlich, also nach rechts. I von x, Schaubild, verläuft so, nähert sich dieser Gerade an, zum ersten Mal haben wir hier eine schiefe Asymptote mit der Gleichung x gleich minus 1 und die Annäherung findet rechts statt, also für x strebt gegen Plus unendlich. Und zuletzt j von x, Schaubild sieht so aus, ebenfalls schiefe Asymptote x minus 1 und zwar für x strebt gegen minus unendlich. Aufgabestellung ist oft so, dass man den Funktionsterm der Exponentialfunktion hat und dann die Gleichung der Asymptote notieren muss und die Annäherungsrichtung. Ich denke, wenn man das hier in der Tabelle sich das anschaut, dann kommt man schon fast selber drauf. Also Funktionsgleichung, Gleichung der Asymptote. Funktionsgleichung, Gleichung der Asymptote, Funktionsgleichung, Gleichung der Asymptote und hier genauso. Die Asymptotengleichung, die steckt ja eigentlich in der Exponentialfunktionsgleichung drin. Ne? Wenn ich mir hier jeweils diese E-Komponente wegdenke, wenn ich die rausstreiche, dann habe ich eigentlich schon die Exponentialgleichung. Genauso ist so eine vereinfachte Regel, Regel Nummer 1 hier unten, die Asymptotengleichung entspricht der Exponentialgleichung ohne diesen e hoch summand. Okay, und dann ist noch zu klären, findet die Annäherung nach rechts statt, also für x strebt gegen plus unendlich oder nach links. Wenn ich mir mal die Schaubilder anschaue, gerade bei der Funktion f, Funktion g
Und Funktion j, da habe ich eine Annäherung für x' gegen minus unendlich. Und bei h und i habe ich eine Annäherung für plus unendlich. Was haben diese drei gemeinsam? Das sind alles e hoch plus x Funktionen. Da haben wir eine Annäherung für x' gegen minus unendlich. Und bei den gespiegelten, also bei der e hoch minus x Funktionen, findet die Annäherung natürlich rechts statt, also für x' gegen plus unendlich. Regel Nummer 2, bei e hoch plus x habe ich eine Asymptote für x' gegen minus unendlich und bei e hoch minus x eine Asymptote für x' gegen plus unendlich.